Ja, danke schön. Ich habe vorher schon die Zeit gesehen. Ich werde schauen, dass ich es möglichst rasch mache und vielleicht das Ganze mehr in einer Art Geschichte erzähle, wie jetzt sich die Rechtsansicht, also ganz konkret, worum möchte ich heute erzählen? Vor einigen Wochen hat die Finanzmarktaufsicht ein FAQ überarbeitet oder ein Update eines FAQ herausgebracht, in dem sie auf alternative Investmentfonds eingeht. Und ich möchte heute über dieses FAQ sprechen, einfach weil es brandaktuell ist und mich auseinandersetzen mit dem, was es für die Mining-Branche bedeutet und was man sich erwarten kann, wenn man als Unternehmer in diesem Business-Umfeld jetzt momentan in Österreich tätig ist. Ich erspare Ihnen jetzt, dass ich Ihnen zusammenfasse, worüber ich rede, einfach im Sinne einer möglichst kurzen und prägnanten Ausführung. Also die Geschichte. Vor einigen Wochen hat die österreichische Finanzmarktaufsicht das Update eines FAQ veröffentlicht und hat dort festgestellt, dass Mining-Unternehmen möglicherweise als alternative Investmentfonds qualifiziert werden können, wenn alle Tatbestandsvoraussetzungen dafür vorliegen. Und die Begründung dafür war, Mining sei eine finanzielle Dienstleistung und Blockchains seien ein Zahlungsnetzwerk und Mining sei eben eine finanzielle Dienstleistung im Rahmen dieses Zahlungsnetzwerks. Ich weise nur ganz kurz darauf hin, was das für Rechtsfolgen hat, wenn diese Auffassung zutrifft. Nämlich einerseits brauche ich nach dem AIFMG, Alternative Investment Fonds Manager Gesetz, eine Konzessionierung oder eine Registrierung und was ganz besonders böse ist, ich kann eigentlich an keine Privatkunden mehr Mining-Pakete vertreiben. Auswirkungen hat diese Rechtsansicht auf zwei Ebenen. Einerseits auf der Finanzierungsebene. Was heißt das? Also so wie sich die Unternehmen finanzieren, zum Beispiel durch Gesellschafter, also Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Instrumente, aber auch auf Produktebene. Wenn ich als Unternehmen Mining-Pakete verkaufen will, bin ich potenziell ein alternativer Investmentfonds und darf es eigentlich gar nicht. Das kann man sich vorstellen, überraschend für die Branche und hat für sehr viel Unsicherheit gesorgt, die dann auch so weit gegangen ist, dass man gesagt hat, naja, wollen wir überhaupt in Österreich bleiben, wenn uns da dann solche Steine in den Weg gelegt werden. Ich möchte jetzt kurz darauf eingehen, was die Grundlagen dieser Rechtsansicht der FMA sind, ob die gerechtfertigt sind und wie man es allenfalls anders lösen könnte, das Problem, das sich stellt. Was man nämlich schon sagen muss, ist, es gibt immer schwarze Schafe und es ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen, wenn eine Aufsichtsbehörde die Möglichkeit hat, schwarze Schafe vom Markt zu bekommen. Aber wie gesagt, ob das der richtige Weg war, schauen wir uns noch an. Das Alternative Investmentfonds Manager Gesetz postuliert bestimmte Tatbestandselemente, die beschreiben, wann ich ein solcher alternativen Investmentfonds bin. Die erspare ich Ihnen alle. Ich sage Ihnen, es gibt eine Auslegungshilfe, das sind die ESMA-Leitlinien aus dem Jahr 2013 und es gibt eine wesentliche Ausnahme, wann jedenfalls ein Unternehmen kein alternativer Investmentfonds ist, nämlich dann, wenn das Unternehmen eine operative Tätigkeit hat. Das, was Sie sich vorstellen, der Elektronikwarenhändler verkauft Elektrogeräte, der Biller verkauft Lebensmittel und andere Produkte. Das ist eine operative Tätigkeit. Das, was man sich als klassisches Unternehmen vorstellt, soll eben nicht als alternativer Investmentfonds qualifiziert werden. In den ESMA-Leitlinien steht dann aber unter anderem, naja, okay, kommerzielle Tätigkeit soll nicht erfasst sein, außer es handelt sich zum Beispiel um den Verkehr mit nicht finanziellen Dienstleistungen, also eine Gegenausnahme. Im Umkehrschluss würde ich dann eben sagen, finanzielle Dienstleistungen sind keine operative Tätigkeit und aktuelle Rechtsansicht der FMA, Mining sei eine finanzielle Dienstleistung, daher müsse es sich um einen alternativen Investmentfonds handeln, wenn auch alle anderen Tatbestandselemente erfüllt sind. Schauen wir uns das Ganze vielleicht kurz aus technischer Seite und aus ökonomischer Seite an. Was ist Mining? Ihnen brauche ich es jetzt nicht mehr erklären. Das Bestätigen von Transaktionswünschen auf der Blockchain. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie Sie das machen können. Gängigste ist Proof of Work. Sie lösen ein mathematisches Problem als Miner. Miner stehen in Konkurrenz zueinander und wer als erster dieses mathematische Problem löst, der darf einen neuen Block erstellen, der bekommt etwas dafür. Nämlich einerseits den Block Reward, das sind tatsächlich neu geschöpfte Kryptowährungen und andererseits Transaction Fees. Was ist eine Transaction Fee? Das wurde eingeführt vor einiger Zeit, soll eine Priorisierung von Transaktionswünschen ermöglichen, ist einfach ein Betrag, den ich zusätzlich zu dem Betrag, den ich übertragen möchte, mitschicke und der Miner, der mir meinen Transaktionswunsch bestätigt, bekommt die Transaction Fees.
Wie funktioniert das jetzt bei Mining-Unternehmen? Die haben ihre Mining-Anlagen, ihre Mining-Hardware, erzeugen laufend Kryptos, nehmen Transaction-Fees ein, drehen sich um, verkaufen sie am Kapitalmarkt, kann man es wahrscheinlich auch noch nennen, verkaufen es am Markt, bekommen dafür reales Geld und damit verdient man. Grafisch lässt sich das jetzt kurz so zusammenfassen. Sie haben einerseits ein Netzwerk, das ist wohl unbestreitbar, und Sie haben eine Person A, die eine Übertragung von Kryptowährungen vornehmen möchte, und Sie haben eine Person B, an die das übertragen werden soll. Jetzt ist aber die Frage, ist dieses Netzwerk an Minern tatsächlich ein Zahlungsnetzwerk und ist das, was Miner machen, nämlich der Prozess des Minings, tatsächlich eine Dienstleistung? Und jetzt könnte man wie folgt argumentieren. Naja, der Satoshi Nakamoto, der hat selber gesagt, Bitcoin soll unser Banksystem ablösen. Blockchain-Netzwerke sind zweifelsfrei Netzwerke von Computerrechnern. Die Bezeichnung virtuelle Währung ist auch nicht zufällig gewählt, sondern man will ja, dass das ein Zahlungsmittel ist. Und außerdem kann man ja mit Kryptowährungen heute überall bezahlen. Sie können zur Anwaltskanzlei gehen, Sie können sich die Haare schneiden lassen, Sie können im Café mit Kryptowährungen bezahlen. Also wir haben einerseits ein Netzwerk und wir haben eine Bezahlung. Juhu, wir haben ein Zahlungsnetzwerk. Und außerdem, ohne Mining können Transaktionen nicht bestätigt werden. Und der Miner erhält auch noch eine Transaction Fee, möglicherweise. Also ist Mining eine Dienstleistung für den Nutzer, der eine Transaktion bestätigt haben möchte. Ergo, Mining ist eine Dienstleistung in einem Zahlungsnetzwerk. Jetzt kann man natürlich die Ansicht vertreten, das sollte man sich genauer anschauen. Weil einerseits ist die Frage, was zeichnet überhaupt eine Dienstleistung aus bei dieser Rechtsansicht? Und andererseits, was zeichnet ein Zahlungsnetzwerk aus? Und da kann man sich die Unterfragen stellen, naja, welche Rechtsverhältnisse gibt es überhaupt zwischen einem Miner und dem Nutzer, der einen Transaktionswunsch in die Blockchain stellt? Und sind Kryptos überhaupt Zahlungsmittel oder ist die Blockchain dann mit einem Zahlungsnetzwerk vergleichbar? Schauen wir uns das mal an. Mining als Dienstleistung. Was ist eine Dienstleistung? Sie schließen einen Vertrag darüber ab, dass jemand anderer für Sie etwas macht. Wie schaut das beim Mining aus? Da schicken Sie einen Transaktionswunsch an die Blockchain. Ihnen ist es eigentlich wurscht, welcher von den Minern diesen Transaktionswunsch letztlich bestätigt und in einen neuen Block hineinschreibt. Ihnen ist nur wichtig, dass es irgendjemand macht. Im österreichischen und in vielen anderen Rechtsordnungen gibt es dafür ein eigenes Rechtsinstitut. Wenn Sie so eine an eine nicht bestimmte Person gerichtete Zusage einer Belohnung nach außen tragen, dann nennt man das Auslobung. Wichtig ist, dass eine Auslobung kein entgeltlicher Vertrag ist. Sie versprechen, diejenige Person, die Ihnen den Transaktionswunsch in einem Block bestätigt, soll von Ihnen die Transaction Fee bekommen. Das ist etwas anderes, als wenn Sie mit einer bestimmten Person ausmachen, wenn du mir die Transaktion bestätigst, gebe ich dir die Transaction Fee. Also kein Vertragsverhältnis, sondern eine Auslobung. Und entsprechend ist auch eine Transaction Fee kein Entgelt, sondern eine Belohnung. Das ist etwas Eigenes im Sinn des 860 FF ABGB. Ohne Vertrag haben wir keine Dienstleistung. Also es mangelt eigentlich schon einmal am Dienstleistungsbegriff. Sind Kryptos Zahlungsmittel? Wir wissen mittlerweile, dass sie Sachen sind im Sinn des 285 ABGB, das wird mittlerweile schon mehrheitlich vertreten. Wir wissen auch, dass Kryptos den unionsrechtlichen Warenbegriff erfüllen und das ist wohl das schlagendste Argument, wir wissen sogar auf Unionsebene, wie Kryptos legal definiert werden. Und da ist zu lesen, es handelt sich dabei um ... Der wesentliche Teil ist eine digitale Darstellung eines Wertes, die als Tauschmittel akzeptiert wird. Und dieser Begriff als Tauschmittel akzeptiert wird, ist hier nicht zufällig in die Legaldefinition hineingekommen, sondern früher war im Entwurf noch zu lesen, Zahlungsmittel. Der Rechtsausschuss hat sich den Entwurf angeschaut und diesen Punkt geändert. Also es ist bewusst das Wort Tauschmittel verwendet worden, gerade um zu zeigen, es handelt sich nicht um ein Zahlungsmittel. Also Kryptos sind kein Zahlungsmittel. Jetzt kann man sich noch die Frage stellen, gut, Dienstleistung liegt nicht vor, Zahlungsmittel liegt wohl nicht vor, kann sie irgendwie sonst ein Zahlungsnetzwerk sein? Da muss man einmal feststellen zunächst, dass es keine Legaldefinition gibt, was ein Zahlungsnetzwerk ist. Und zwar weder auf österreichischer Ebene noch auf europäischer Ebene. Es gibt einfach keine Gesetze, die sich näher damit auseinandersetzen. Man kann aber versuchen, aus bestimmten Rechtsnormen Punkte abzuleiten.
Und die erste Rechtsnorm, die man da heranziehen könnte, wäre das BWG. Da könnte man sich fragen, okay, im klassischen bankrechtlichen Sinn ist es ein Zahlungsnetzwerk, ist es im konzessionsrechtlichen Sinn ein Zahlungsnetzwerk oder kann es ein Zahlungsnetzwerk durch Erfüllung sein? Ich muss gestehen, mehr wäre mir dann selbst schon nicht mehr eingefallen. Vielleicht kann man noch irgendwas konstruieren. Bankrechtliches Verständnis. Nehmen Sie das folgende Beispiel. Sie möchten an Person X 10 Euro überweisen im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Was ist dafür erforderlich? Sie brauchen erstens einmal eine Bank. Dann brauchen Sie ein Vertragsverhältnis mit dieser Bank. Entweder haben Sie ein Guthaben oder Sie brauchen irgendeinen Kreditrahmen. Erstes Vertragsverhältnis. Damit Sie die Überweisung tätigen können, braucht Ihre Bank einen Vertrag mit einer anderen Bank. Möglicherweise, wenn die auf der anderen Seite der Welt sitzt, hat sie nicht einmal einen, dann gibt es irgendwo eine Korrespondenzbank dazwischen. Auch lauter Vertragsverhältnisse, die Sie zwischen den Akteuren haben. Und letztlich braucht der Zahlungsempfänger auch wieder ein Vertragsverhältnis zu seiner Bank. Das sind alles schuldrechtliche Verhältnisse. Und was letztlich passiert, wenn Sie diese 10 Euro an jemand anderen übertragen, ist Übertragung von Buchgeld. Was heißt das? Das sind nur Forderungen, die übergehen. Die Forderung, die Sie gegen Ihre Bank hatten auf Auszahlung dieser 10 Euro, übertragen Sie an eine andere Bank, an eine andere Bank, wenn dazwischen noch Korrespondenzbanken geschaltet sind, bis es irgendwann einmal beim Zahlungsempfänger auch nur als Forderung einlangt. Und Forderungen sind sehr flüchtig, die sind riskant. Wenn ein Unternehmen insolvent wird, ist die Forderung potenziell weg und wertlos. Und aus diesem Grund haben Sie zum Beispiel das Finalitätsgesetz, in dem drinnen steht, ab wann eine Überweisung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, auch wenn Insolvenz droht. Oder Sie haben Einlagensicherungen. Forderungen sind riskant. Das rechtfertigt auch eine strikte Aufsicht durch die Finanzmarktaufsicht. Wie ist das bei Blockchains? Wir haben es gehört, Kryptowährungen sind Sachen, sind gerade keine Forderungen. Sie übertragen direkt von einer Person an eine andere. Es gibt kein Insolvenzrisiko. Wenn die Übertragung stattgefunden hat, ist sie final. Also keine Vergleichbarkeit mit einem Zahlungsnetzwerk im bankrechtlichen Sinn. Jetzt könnten Sie überlegen, gut, Konzessionstatbestände. Sie haben das Zahlungsdienstegesetz, wo man so ein Zahlungsnetzwerk konstruieren könnte. Sie haben das BWG, wo man ein Zahlungsnetzwerk konstruieren könnte bei dem Tatbestand der Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln. Wie schaut das in dem Fall aus? Stellen Sie sich das Beispiel vor, ich bin ein Unternehmen, gebe Ihnen, können Kryptotoken sein, könnten auch Papiertoken sein. Sie können diese Token als Gutscheine beispielsweise nehmen, gehen zum Biller und der akzeptiert das. Was wird notwendig sein, damit der Biller diesen Gutschein akzeptiert als Zahlungsmittel? Der hat doch kein Interesse daran, dass er irgendwie ein Blatt Papier bekommt, der will Geld sehen. Also auch in dem Fall braucht es irgendeine vertragliche Vereinbarung, ein schuldrechtliches Verhältnis zwischen mir als dem Ausgeber dieses Gutscheins oder Tokens und dem akzeptierenden Institut. Und auch hier geht es dann letztlich wieder nur darum, dass eine Forderung besteht. Nämlich, ich kaufe mir von einem Unternehmen Sodexo-Gutscheine, was auch immer, löse diese bei einem anderen Unternehmen ein. Dieses Unternehmen dreht sich um und löst die Forderung gegenüber dem ausgebenden Unternehmen ein. Und so haben wir einen Kreislauf. Es sind wieder Forderungen, um die es geht, wieder ein riskantes System, weil was passiert, wenn das ausgebende Unternehmen insolvent wird? Das rechtfertigt eine Regulierung und Beaufsichtigung durch die Finanzmarktaufsicht. Das haben wir bei Blockchains und Kryptowährungen nicht. Es fehlt an diesem Vertragsverhältnis. Wir haben direkte Übertragungen. Also auch kein Zahlungsnetzwerk im konzessionsrechtlichen Sinn. Jetzt könnte man sich noch überlegen, naja, könnte es ein Zahlungsnetzwerk durch Erfüllung sein? Denn im österreichischen Recht verstehen wir unter Zahlung einfach die Leistung des Geschuldeten zur rechten Zeit, am rechten Ort und auf die rechte Weise. Wenn Sie also vereinbaren, ein Auto gegen ein Bitcoin beispielsweise, und dann geben Sie das Bitcoin hin, damit Sie das Auto bekommen, dann ist das wohl, das Hingeben des Bitcoins, eine Zahlung im Rechtssinne. Nur da kommt man nicht wirklich weiter, oder das führt zu abstrusen Ergebnissen. Denn denken Sie sich, Sie kaufen von Ihrem Online-Streaming-Dienst ein Video, das Sie sich anschauen wollen, das wird Ihnen geliefert über das Internet. Ist jetzt jeder Internet-Provider und jeder Internetknoten auf einmal ein Teilnehmer eines Zahlungsnetzwerks, weil darüber eine Erfüllung stattfindet? Oder wenn Sie im analogen Bereich bleiben wollen, Sie kaufen eine Goldmünze, ist Amazon der Verkäufer, na gut, der wahrscheinlich nicht, aber ist dann die Post ein Zahlungsnetzwerk, nur weil die Vertragserfüllung durch diese Personen stattfindet? Also ein solches Begriffsverständnis hilft uns einfach nicht weiter.
Fassen wir es kurz zusammen. Wir haben einerseits zwischen Miner und Nutzer kein vertragliches Verhältnis. Wir haben eine Auslobung. Transaction Fees sind kein Entgelt, sondern eine Belohnung im Sinne des 860 ABGB. Kryptos sind Waren, haben wir festgestellt. Sie sind Tauschmittel im Sinne des EU-Rechts und sie sind Sachen im Sinne des ABGBs. Und gerade keine Forderungen. Sie repräsentieren keine Forderungen. Man kann sie natürlich dazu verwenden, um Forderungen zu verbriefen. Das ist aber eine ganz andere Sache. Bitcoin, Ether, Monero, Dash, wie sie alle heißen, die klassischen Kryptowährungen repräsentieren keine Forderungen. Damit brauche ich nicht vom Zahlungsnetzwerk sprechen. Da geht es um die Übertragung von Buchgeld, schuldrechtliche Vereinbarungen, riskant, weil Insolvenzen drohen. Das gibt es alles nicht bei Kryptowährungen. Also Blockchains, ich habe keine Krypto, ich habe keine schuldrechtlichen Vereinbarungen. Es ist keine Übertragung von Buchgeld, sondern von digitalen Werten, von Waren, von Sachen. Und wenn wir uns jetzt dann die eingangs dargestellte Argumentation anschauen, Satoshi Nakamoto hat gesagt, die Blockchain sollte die Finanzwelt ablösen. Ja, wird wohl so gewesen sein. Blockchain ist auch zweifelsohne ein Netzwerk. Bezeichnung virtuelle Währungen ist nicht zufällig. Ja, ich meine, falsa Demonstration und Notzeit, wenn irgendetwas falsch bezeichnet wird, soll das nicht schaden. Ist mir grundsätzlich, also die Bezeichnung ist irrelevant. Kryptos werden zur Bezahlung akzeptiert, kommt darauf an, im Sinne einer Vertragserfüllung kann man wohl davon sprechen, im Sinne eines Zahlungsmittels nicht. Die Verknüpfung Netzwerk auf der einen Seite und dann Bezahlung auf der anderen Seite zum Zahlungsnetzwerk ist jedenfalls verfehlt. Dass ohne Mining keine Transaktionen stattfinden können, und dass man Transaction Fees bekommt, das ist auch erwiesen, das ist auch klar. Aber daraus zu schließen, dass Mining eine Dienstleistung wäre, ist verfehlt. Es gibt eben gerade kein Vertragsverhältnis. Und ergo, Mining sei eine Dienstleistung im Rahmen eines Zahlungsnetzwerks meines Erachtens nicht zu vertreten. Schauen wir uns noch einmal rückblickend an die Voraussetzungen des AIFMG. Das postuliert bestimmte Tatbestandsmerkmale, die ich Ihnen erspart habe. Wesentlich im Rahmen der Auslegungshilfen der ESMA-Leitlinien können wir jedes operativ tätige Unternehmen aus der Definition des alternativen Investmentfonds herausklammern. Wir haben festgestellt, Mining ist keine finanzielle Dienstleistung, sondern eine operative Tätigkeit, nämlich das Herstellen von neuen Coins und den Verkauf von Coins, die ich im Rahmen von Auslobungen erhalte. Also AIFMG nicht auf operativ tätige Mining-Unternehmen anwendbar. Side note, was anderes kann es natürlich sein, wenn ich als Unternehmen Kryptos kaufe und halte oder vielleicht spekuliere und auf diese Weise dann meine Einkünfte erziele. Das kann durchaus ein AIF, ein alternativer Investmentfonds sein, aber nicht, wenn ich selbst operativ tätig bin. Was ist jetzt das eigentliche Problem mit dieser Auslegung der FMA oder das Problem, das ich persönlich damit habe? Es gibt schwarze Schafe im Markt, wie eingangs festgestellt. Eine Beaufsichtigung durch die FMA ist durchaus zu wünschen. Warum? Weil die Kryptowährungen sind halt eine Materie, die immer scharf am Aufsichtsrecht schrammt. Und das hat einfach der FMA Gelegenheit gegeben, sich ein großes Know-how in dem Bereich aufzubauen. Und es wäre verfehlt, jetzt eine andere Behörde zum Beispiel mit der Beaufsichtigung zu beauftragen, wenn man dort das Know-how eh schon gebündelt hat. Also Aufsicht zu begrüßen, nur wozu führt jetzt diese aktuelle Rechtsansicht? Ich darf eigentlich als Unternehmen nicht mehr an Private vertreiben, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, diese Geschäftsmodelle so anzupassen, dass ich irgendwie wieder aus der Definition des alternativen Investmentfonds herausfalle. Und dieses Verbot, weil ich sonst mein Geschäftsbetrieb einstellen müsste, zwingt mich als Mining-Unternehmen dazu, dass ich jetzt mein Businessmodell so anpasse. Und da muss man sagen, das ist nicht, dass die Personen dann mehr Schutz hätten. Es ist einfach nur eine andere Art des Geschäftsmodells. Und schwarze Schafe brauchen nur ein Jahr warten, bis sich die neuen Verträge etabliert haben und verbreiten im Internet. Und dann kopieren sie halt diese Verträge und die Aufsicht der FMA endet. Also die Lege Ferenda wäre ein eigener Aufsichtstatbestand durchaus zu begrüßen, einfach weil eine Aufsicht erforderlich sein kann, aber meines Erachtens einfach nicht mit dieser Auslegung des Tatbestandes. Gut, dann Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Oliver. Ich habe gewusst, die Vorträge werden etwas länger Zeit in Anspruch nehmen als erwartet. Ich hoffe, ihr pharisiert euch noch nicht zu sehr. Was wir jetzt machen werden, ist, schauen, wir haben jetzt gesehen, dieses Modell, das birgt gewisse Stolpersteine in sich, ja, und es passt nicht ganz auf dieses Modell. Gibt es zu dieser Geschichte Fragen? Bitte schön. Also, die Frage, die Einstufung als Auslobung, da habe ich ein bisschen Zweifel. Damit könnte man auch eBay-Auktionen als Auslobungen einstufen, während man dort aber tatsächlich sagt, dass das bedingte Angebote sind, nämlich dadurch bedingt, dass sie nur einmal annehmen, und zwar das am Ende der Versteigerungsfrist höchste Gebot. Ob das nicht hier beim Mining so ähnlich ist. Also man könnte das als bedingte Verträge auch qualifizieren. Was ich aber sehr plausibel finde, ist, dass es hier nicht um Forderungen geht und wahrscheinlich auch, dass es kein Zahlungsnetzwerk ist. Also diese beiden Punkte habe ich sehr plausibel gefunden. Danke. Soll ich vielleicht den ersten Punkt kurz adressieren, die Auslobung? Ich glaube schon, dass es eine Auslobung ist, weil die Definition der Auslobung ist das Versprechen einer Belohnung für die Herbeiführung eines Erfolgs. Und es können durchaus auch mehrere Personen gleichzeitig den Erfolg herbeiführen, dann bekommt halt die erste Person, die es gemacht hat, die Belohnung. Und der Unterschied, also ein Vertragsverhältnis braucht halt zwei Parteien, die miteinander in rechtlicher Beziehung stehen. Und wenn, mir ist es völlig egal, wer letztlich die Transaktionen bestätigt. Das spricht für die Auslobung. Und, aber ich muss gestehen, es ist nur ein Seitenargument. Selbst wenn man sagt, es käme zu irgendeiner Art von Vertragsverhältnis, na gut, dann ist es weiterhin kein Zahlungsnetzwerk. Aber ich glaube, also. Ja. Ja, ich glaube, wir haben gesehen, dass hier gravierende Argumente in die Richtung weisen, das nicht dem AFMG zu unterwerfen. Und ich glaube, wir schließen jetzt dieses Kapitel, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, und gehen mitten in die Diskussion hinein.